Mal eine typische technische Gleichung. Sieht eklig aus, wir wollen hier V2 raus haben. Ist jetzt mal egal, ob das Widerstände oder irgendwelche anderen Werte sind. Vollkommen egal. V2 möchten wir haben. Achtung, Klaps rückwärts ist ja ganz schön und gut, aber vorsichtig. Das Gesuchte steht innerhalb von Klammern. Das ist alles sehr spannend. Aber wir können uns diese ganze Geschichte vorstellen als Produkt von R1 mal eine große eckige Klammer und da drin steht noch mehr. Also fangen wir an, was stört mal R1? Gegenteil durch R1. Ich schreibe das natürlich in Bruchschreibweise und die nächste Zeile heißt, die eckige Klammer bleibt dann stehen. So, in der eckigen Klammer steht immer noch das gleiche A20, ne, und das alles mal V2 minus V1. So, aber brauchen wir denn die eckige Klammer noch? Die war doch eigentlich nur der Grund, weshalb wir hier in der eckigen Klammer ist eine Summe aus 1 und hier einem Produkt. Dann brauchen wir die gar nicht mehr, also brauchen wir die auch nicht mehr hinzuschreiben in diesem Fall. Gut, sieht schon besser aus. Achtung, Klaps rückwärts, Klaps. Ich werde mal einen Link anbringen, hier einen Link zu dem Thema Klammer.Strichrechnung. Das ist die Normalität, aber beim Gleichunglösen sollten wir immer rückwärts gehen, also mit der Strichrechnung anfangen. Gucken wir uns das mal an, fangen wir Strichrechnung an. Ne, die Summe, es stört plus 1, also minus 1, dann haben wir hier R2 durch R1. Minus 1 ist gleich, und jetzt steht bloß noch das Produkt da, A20 und dann V2 minus V1. Und jetzt wäre man ja blöd, wenn wir das ausmultiplizierten, denn dann hätten wir das A20 überall mit drin und müssten das dann umständlich wieder rauskriegen. Ganz einfach, hier steht ja A20 mal oder mal A20, also wir teilen durch A20. Ist nicht schlimm, was jetzt kommt. Einfach stur bleiben, den Rest erstmal hinschreiben und jetzt teilen wir eiskalt durch A20. Nicht mit diesen üblichen Doppelpunkten arbeiten, das wäre ein bisschen, sagen wir mal, schlecht, wenn es ums Kürzen später geht. So, und jetzt steht hier, und das war das gleiche, als wenn ich jetzt hier die eckige Klammer nicht mehr brauche, da sich das ja erledigt hat. Das A20 ist ja verschwunden. Steht hier bloß noch V2 minus V1. Und dann ist der Rest eigentlich klar. Jetzt sage ich, minus V1 stört mich noch, also plus V1, V1. Und dann steht dieser ganze Kram hier, das hier, das kopiere ich mal schnell, damit ich es jetzt nicht nochmal abschreiben muss. Dieser Kram, der steht jetzt noch da und dahinter steht extra, nicht hier irgendwo mit drauf malen, V1 und das ist V2 und das ist ja das, was wir eigentlich wollten. Ich denke mal, so schlimm war die Aufgabe dann doch nicht. Ne? Gut, würde mich über Daumen und Ähnliches freuen. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.